Hallo Freunde, heute habe ich für euch den TMI-Tag, den Too Much Information-Tag. Ich wurde von Lucy Redhead getaggt, danke nochmal. Eigentlich wollte ich den Tag nicht machen, aber du hast mich dazu gebracht. Aber an sich ist das Ganze gar nicht so schlecht, denn es sind ja im Moment viele Abonnenten dazu gekommen. Und dann hilft es euch ein bisschen, mich besser kennenzulernen. Und ich habe mir außerdem heute eine kleine Unterstützung geholt. Hallo! Und sie wird mir heute die Fragen stellen. Und dann würde ich sagen, ihr holt euch jetzt am besten einen Tee oder sowas, weil jetzt werdet ihr mit Infos von mir richtig zugebombt. Fangen wir mal damit an. Was hast du denn überhaupt heute an? Ja, ich trage heute ein etwas langärmeliges T-Shirt und dazu, es könnte nie fehlen, eine Jogginghose. Und was hast du so an? Ja, ich trage heute auch eine Jogginghose und noch dazu ein T-Shirt von Forever 21 und mit Schleifen drauf. Bist du je verliebt gewesen? ja, wer war das nicht, oder? Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Ja, also für mich direkt nicht, aber so die Wochen danach, wo ich vielleicht mal ein bisschen schlechtes Gewissen hatte oder so. Ja. Wie groß bist du eigentlich? Ich bin ganze 1,67 Meter groß. Und wie viel wiegst du? Hallo, man fragt eine Frau nicht nach ihrem Gewicht. Okay. Irgendwelche Tattoos? Nope. Piercings? Nur die Ohrringe, aber im Mai bekomme ich einen Helix hier oben dazu. Was ist denn dein OTP, also dein One True Pairing oder einfach nur dein Filmtraumpaar? Oh ja, das ist Miley Cyrus und Liam Hemsworth von Mit dir an meiner Seite, aber die echte Beziehung ist ja mittlerweile geplatzt. Liam! Deine Lieblingsfernsehsendung? Ja, das ist Germany's Next Topmodel, das kommt ja im Moment. Was ist denn eure Lieblingssendung? Und was ist deine Lieblingsband? Das ist Paramore. Oh ja, und sowas von. Vermisst du eigentlich manchmal was? Also das ist eine schwierige Frage. Manchmal vermisse ich so die alten Zeiten, so mit alten Freunden und so die Zeit und dass man sich da so gar keine Sorgen gemacht hat, sondern einfach so den Tag gelebt hat. Das war eigentlich ganz cool immer. Dein Lieblingslied? Das ist im Moment Like Lovers Do von Madeline Juno. Juno? Das ist so schön. Und die hat irgendwie beim ESC Vorentscheid verloren. Und ich hätte sie so gerne gehabt. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 17 Jahre alt. Noch 2 Monate. Und dein Sternzeichen? Also ich glaube nicht an so einen Quatsch, aber grundsätzlich bin ich Zwillinge. Ich bin Zwillinge. Was sind denn so die Qualitäten, die du in einem Partner suchst? Also ganz wichtig ist da, dass derjenige Humor hat. Der sollte einfach einen gewissen Grad an Höflichkeit haben, einfach generell, wie man mit Frauen so umgeht. Und ja, eigentlich fände ich es ganz cool, wenn derjenige so ein bisschen den Blick für Kleinigkeiten hat. So zum Beispiel, hey Schatz, ich habe dir einen Kaffee gemacht. Ja, ich bin ein bisschen schnulzig, aber das finde ich irgendwie schön. Dein Lieblingszitat? Ja, das ist ein Bibelvers und zwar 1. Korinther 13, 4-7. Und zwar steht da, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist freundlich, die Liebe ist was auch immer. Und das Ganze ist eigentlich voll das gute Lebensmotto soweit. Also mag ich sehr gerne. Dein Lieblingsschauspieler? Das ist in erster Linie Channing Tatum, Liam Hemsworth, Keira Knightley und Cameron Diaz. Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Pink und so ein ganz besonderes Blau. Kann ich jetzt gerade nicht beschreiben, aber so ein schönes Blau. Laute Musik oder leise? Oh ja, definitiv laute Musik. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Ja, da gehe ich meistens in mein Zimmer, mache dann Kopfhörer rein, Paramore auf volle Pulle und manchmal fange ich dann auch an, aus Frust aufzuräumen. Ganz komisch. Das mache ich nämlich nie, nur wenn ich traurig bin. Wie lange brauchst du zum Duschen, wenn du dich dann mal duscht? Alter? Wenn ich dusche, dann meistens so 5 bis 10 Minuten, also eigentlich nicht so lange. Wie lange brauchst du morgens, um dich fertig zu machen? Also vor der Schule brauche ich eigentlich so 20 Minuten, einfach weil ich einfach ausnahmslos jeden Tag verschlafe. Jeden Tag. Und wenn ich mal zu dritten habe und halbwegs pünktlich bin, dann brauche ich so 40 Minuten. Und hast du jemals eine körperliche Auseinandersetzung gehabt? Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also vielleicht mal im Kindergarten, wo mir eine Puppe geklaut hat oder so vielleicht. Oder ja, eigentlich mit meinem Bruder oder so. Halt so aus Spaß. Dein Turn-on? Also ich denke, ein gutes und gepflegtes Aussehen ist in erster Linie ganz wichtig. Mir kann keiner erzählen, dass ihm das nicht wichtig ist. Also ich bin hier nicht oberflächlich, ja? Höflichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich. Und halt generell der Umgang mit Frauen, also so ein bisschen gentleman-like und nicht so selbstbezogen. Und ja, es dürfte schon so ein richtiger Kerl sein. Also jemand, der ein bisschen selbstsicher ist und der halt weiß, wer er ist, so in der Art. Und was ist dein Turn-off?
Also ich finde es halt immer voll daneben, wenn jemand so cool vor Freunden sein möchte, weil meistens ist er dann halt in der Gruppe ganz anders und wenn das einer mal nicht ist, dann ist es echt ein Pluspunkt. Respektlosigkeit jeglicher Art, zu wem auch immer, geht gar nicht, echt nicht. Ich finde es einfach mega peinlich, wenn sich Leute betrinken, um cool zu sein. Das ist absolut, ich finde es einfach total doof. Also mir sagt das absolut nicht zu, es gibt vielleicht Leute, die darauf stehen. Ich gehöre definitiv nicht dazu, das ist wirklich ein richtiger Turn-off. Ja, und halt gerade, wenn sie noch damit prahlen oder so. Boah, nee. Puh. Gründe, warum du YouTuber geworden bist. Ja, das habe ich gemacht, weil ich so ein bisschen mein Haarwissen teilen wollte und weil ich irgendwie Teil dieser riesigen YouTube-Community sein wollte, die ich jetzt auch bin. Und falls ihr es euch nochmal interessiert, ich habe ein Video gemacht, wo ich Anja Domino-Karte hatte in der Infobox. Da erzähle ich das nochmal ein bisschen genauer. Irgendwelche Ängste? Spinnen. Puh. Schütteln. Puh. Ja, Spinnen, nee, echt nicht. Uah. Die letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat. Oh, das war das Musikvideo von Revolverheld von Ich lass für dich das Licht an. Und da kriegt sie einen Heiratsantrag von ihm und das ist alles live gefilmt und live aufgenommen. Und da habe ich ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Das letzte Mal, seitdem du Jönum Ich liebe dich gesagt hast. Ich denke, das waren wahrscheinlich Simona oder Marie, wo ich einfach mal... Hab euch lieb gesagt habe oder sowas in der Hand. Die Bedeutung hinter deinem Online-Namen. Ja, als ich diesen Kanal 2011 erstellt habe, da war das Lied Jessie J. Domino voll im Renner und ich habe es voll geliebt. Und ich wollte ein bisschen, dass mein Kanal was mit Musik zu tun hat, weil ich halt echt viel Musik höre. Und deswegen Domino Kati. Das letzte Buch, das du gelesen hast? Das war für die Schule, weil ich lese privat eigentlich nicht so gerne. Und es war von Shakespeare Othello. Und das Buch, das du gerade liest? Leserotte. Also ich lese ja im Moment nichts, aber ich habe die Trilogie von Divergent geschenkt bekommen. Und die werde ich dann mal demnächst lesen, wenn ich dann mal Zeit habe und Lust habe. Die letzte TV-Show, die du geschaut hast? Das war Germany's Next Topmodel. Letzte Person, mit der du geredet hast? Mama oder Papa oder so? Keine Ahnung. Oh, oder nee, das war mit meinem Bruder. Ich habe mit ihm telefoniert. Gilt das? Ein Ort, den du mal besuchen möchtest. Ja, das ist auf jeden Fall die USA, weil ich liebe dieses Land voll, auch wenn ich noch nie da war. Irgendwie, das ist ganz komisch. Der letzte Ort, an dem du warst. In meinem Zimmer? Oder in der Küche einen Kaffee trinken oder so? Bist du eigentlich verliebt? Nope. Oder? Nope. Das letzte Mal, dass du jemanden geküsst hast. Das ist schon ein bisschen her. Aber so mal auf die Backe oder so, das ist dann halt... gestern gewesen oder so. Das letzte Mal, dass du beleidigt wurdest? Schätzungsweise Simona oder Marie. So von wegen, du dumme Kuh oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern. Deine Lieblingssüßigkeiten? Oh, ich liebe Schokolade. Ich bin ein absolutes Schokomäulchen. Und am liebsten liebe ich die Milka Oreo Schokolade oder die Milka Lovely Schokolade. Und es muss kalt sein. Oh. Welche Instrumente kannst du eigentlich spielen? Also ich spiele Blockflöte, ich habe mir Gitarre selbst beigebracht, dann habe ich mir Klavier selbst beigebracht, das spiele ich auch immer noch am meisten und am liebsten. Und dann hatte ich mal Querflöte gelernt und hatte da auch Privatunterricht. Der letzte Sport, den du gemacht hast? Also ich denke, das war ein Blogilates-Workout. Das letzte Lied, das du gesungen hast? Keine Ahnung, ich summe bei Liedern grundsätzlich immer mit. Aber es könnte sein, dass das Icy Fire von Ed Sheeran war. Das finde ich im Moment richtig toll. Dein Lieblingsanmachspruch? Da gibt's gar keine guten, ich kenne nur schlechte. Also, ja, es sei denn halt so Komplimente machen oder so, dann schon. Hast du den eigentlich jemals benutzt? Die schlechten? Nein. Komplimente geben, ja, auf jeden Fall. Das letzte Mal, dass du mit jemandem gechillt hast? Ich schätze, das war mit meinen Eltern eine Tasse Kaffee trinken oder so. Oder mit Simona und Marie und anderen coolen Leuten in der Pause oder sowas. Und wer sollte diese Fragen als nächstes beantworten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar als allererstes soll es die Hati machen von Hatties Schmidt. Übrigens ein Kanal, auf dem man sehr gerne mal vorbeischauen kann. Kann ich empfehlen. Dann die Julia von dem Kanal X-Later. Kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Ich mag sie sehr. Dann die Nina von dem Kanal Ninas Live. Die habe ich auch sehr gerne. Könnt ihr auch vorbeischauen. Und dann noch... Oh, und dann noch die Lisa von dem Kanal Lisa Likes. Oder auch It's Coleslaw. Die Kanäle kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Also es sind nur coole Leute, die ich empfehle. Und ich bitte euch, macht diese Tags, macht den TMI-Tag. Ich will sehen, was ihr geantwortet habt. Wenn ihr jetzt außerdem noch ein bisschen mehr über mich erfahren wollt, dann könnt ihr euch gerne den 50 Random Facts About Me Tag angucken. Den verlinke ich euch irgendwo hier und nochmal in der Infobox. Da kriegt ihr nochmal 50 mehr Informationen über mich.
Ihr habt ja nicht gerade schon genug gekriegt oder so, ne? Kann ich jetzt eigentlich gehen? Ja. Okay. Geh halt. Tschö. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Und macht's gut. Tschüss. Ich denke, das waren wahrscheinlich Marie und Strich oder Marie. Was? Jedenfalls die USA, weil ich liebe dieses Lied irgendwie. Lied? Was? Ich schätze, das war ein Blogilates-Work. Hallo, mal fragt eine Frau nicht nach seinem Gewicht? Seinem Gewicht?